Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Marcella. Marcella, wo kommst du her? Aus dem Raum Karlsruhe. Und wo hast du das erste Mal von Medjugorje gehört in deinem Leben? Das kann ich leider nicht mehr beantworten, weil wir sind als Familie, als ich Kind war, öfter hierher gefahren. Und das, ich fand es super interessant. Du hast gesagt, du warst mit 12 warst du hier und jetzt Was bist du. zuletzt, ja. Wow. Und jetzt war ich schon viele Jahre nicht mehr hier. Und wie ist es für dich jetzt hier zu sein? Wunderbar. Ich frage mich, was habe ich die ganzen letzten Jahre getan? Warum war ich nicht hier? Aha. Und du hast gesagt, das war wie eine Fügung, dass du hierher gekommen bist. Kannst du das beschreiben, wie das war? Ja, also schon das ganze Jahr jetzt über 2022 haben mich immer wieder Freunde angesprochen, lass uns nach Medjugorje fahren. Oder viele haben mir erzählt, ich fahre dieses Jahr nach Medjugorje und ich hatte den Eindruck, ich sollte dieses Jahr auch mal wieder nach Medjugorje fahren. Oder vielmehr so ein Ruf, könnte das für dich vielleicht dieses Jahr auch dran sein? Und dann hat es aber nie geklappt und über den Sommer hat es mir nie Ruhe gelassen, dass ich den Eindruck hatte, doch, ich sollte gehen. Und jetzt bin ich ganz spontan mit einer Gruppe hierher gekommen. Und wie ist es für dich, wieder da zu sein? Wunderbar, Ist ganz, irgendwas ganz. passiert, irgendwas Besonderes? Ja, vor allen Dingen auf dem Erscheinungsberg diese Woche, als ich oben angekommen bin, war es, als würde ich in die Arme von Maria laufen. Also als wäre sie wirklich als Mama da und würde mich abholen, wie Kind, und hat nur auf mich gewartet. Wow, muss sehr ergreifend gewesen sein, in einer Ja, es war gewissen sehr Weise. Ne? ergreifend. Wow, unglaublich. Und wie ist es für dich? Betest du den Rosenkranz? Ja. Warum? Weil ich damit schon viele Dinge, übernatürliche Dinge in meinem Leben erlebt habe. Immer Gott hat dann da danach oder daraufhin sehr intensiv zu mir gesprochen, wenn ich vorher die Mama mit ins Boot genommen habe. Unglaublich Ja. wunderschön. Und das ist eine neue Frage, die ich den Leuten stelle. Was repräsentiert Gott Vater für dich? Spannende Frage, langer Prozess in meinem Leben. Mittlerweile kann ich sagen, Gott Vater an erster Stelle, mein Gott, mein Schöpfer, die Macht überhaupt, aber auch einfach mein Papa, zu dem ich kommen darf und dem ich wichtig bin. Wow, wunderschön. Und was würdest du Menschen sagen, die Medjugorje nicht kennen? Was ist so speziell? Warum sollen sie mal vielleicht mal hierher kommen? Also ich würde es jedem empfehlen, auch jemand, der vielleicht mit diesem ganzen Maria, Mutter Gottes, Probleme hat. Es ist wirklich eine Oase des Friedens. Hier ist herrscht eine Atmosphäre, die wir aktuell, würde ich sagen, nicht überall auf der Welt finden. Und die Seele, der Geist darf einfach mal zur Ruhe kommen und auftanken. Wow. Und sich einfach mal drauf einlassen und die Mama machen lassen. Ganz lieben Dank für dieses schöne Interview.